Moinsen und willkommen zu einer neuen Folge von Maxim quatscht. Und ja, es ist einiges passiert und ich möchte das heute ein bisschen besprechen. Zum einen konnte ich ja bei dem gestrigen und auch bei dem heutigen LCS-Spieltag werde ich nicht dabei sein. Es sind ja aktuell die Playoffs und sie sind auch schwerst mehrfach verstörend, was die Ergebnisse angeht. Und ja, mein Sohn war krank, der kleine Mio. Ihm ja, ging es nicht so gut, er musste ins Krankenhaus. Er hatte witzigerweise eine dicke Wange. Also wirklich, irgendwelche Wassereinlagerungen. Und ja, ihm geht es aber schon viel besser. Er ist jetzt über Ostern sogar wieder da, also den heutigen Tag quasi. Und vielen Dank nochmal an alle Gesundheitswünsche. Es passiert halt manchmal, da muss ich sehr, sehr schnell agieren, weil Diana kann ja schlecht im Krankenhaus sein und bin die ganze Zeit oben anders. Das geht nicht. Gut, der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist aber dann wieder etwas fröhlicher dran. Einmal, wenn etwas Schlimmes passiert, sollte man trotzdem an viele positive Dinge denken. Und das Erste ist, dass ihr meine Storytimes ja brutal gut findet. Ja, ich selber musste auch schon wieder drüber lachen. Ich meine, eigene Videos, ja, klingt ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und vielen Dank dafür, es werden auch noch einige richtig gestörte Geschichten kommen. Wer live dabei sein will, der kann immer am Dienstag und Mittwoch einschalten. Da caste ich ja Challenger Series diesmal. Und da habe ich immer Zeit in den Pausen, um ein bisschen zu quatschen. Gut, worauf ich aber noch hinaus wollte, bezogen auf die unterhaltsamen Dinge, ist ein HyperX-Video. Ne? Wir haben ja diesen HyperX-Kanal, wo Max und ich Guides, aber auch Troll-Videos hochladen. Und es ist schon wieder ein schreckliches Troll-Video draußen. Und dazu muss ich euch ganz kurz den Kommentar von Marcel, also von Tinendo, kurz zeigen. Das Ding ist nämlich, ich will nicht allzu viel spoilern. Ihr müsst euch das anschauen. Ich kann natürlich hier ein paar Sachen aus dem Video zeigen, klar, aber nicht das Endergebnis, aber... wir lassen einfach mal Marcel sprechen. Ich denke, das passt sehr gut. Ihr seid so hart gestört, Alter, dieses Cosplay-Scheiß-Ding. Ja, sehr gut. Ich denke, das sagt alles. Guckt euch an. Die Links sind natürlich hier zum Anklicken, ist klar. Und auch in der Beschreibung zum Kanal und auch zum Video selber. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen, denn auf diesem Kanal toben wir uns noch die nächste Zeit so ein kleines bisschen aus, weil uns HyperX offensichtlich unterstützt. Macht aber definitiv gute Laune. Gut, und der letzte Punkt ist etwas kritischer Natur. Und zwar habt ihr auch mein Valken-Video, was ich hochgeladen habe, echt auf eine sehr, sehr positive Art und Weise betrachtet. Na, auf der einen Seite, wie gesagt, Mensch, das ist ein Sponsor, die können mich vielleicht etwas kritischer betrachten, trotzdem habt ihr ihn angenommen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann gab es einige Stimmen, die gesagt haben, na, das ist aber schon ein bisschen kritisch, na, Glücksspiel und so weiter und so fort. Und ich will heute auf jeden Fall darauf ein kleines bisschen eingehen und natürlich dann noch diese Aspekte von Valken besprechen. Denn sie sind ein Unterstützer, es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß zu spielen, auch wenn wahrscheinlich am gestrigen Spieltag einige Ergebnisse sehr, sehr verstörend waren. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, noch. Ich habe mir überlegt, das einfach so zu machen, dass ich ein paar Fragen genau aus dem Video rausnehme, die ihr gestellt habt und die ihr einfach mal beantworte, bevor ich euch erzähle, was ein optimales Team wäre für den heutigen Spieltag. Gut, erste Frage. Hast du schon einmal bei einem Free Contest den Dollar gewonnen? Was war dein größter Gewinnverlust? Ja, ich habe schon bei den Free Contests gewonnen. Ein Dollar glaube ich auch schon mal. Also muss man wirklich sehr, sehr hoch gerankt werden. Und mein größter Verlust war, glaube ich, 10 Dollar. Das sind so die Sachen, die ich einsetze meistens. Und mein größter Gewinn 25. Also nur an einem Contest. Natürlich habe ich noch viele. Ich gehe mal meistens in die 5-Dollar-Geschichten rein oder die 1-Dollar-Geschichten. Die sind am coolsten. Ihr fragt jemand bezüglich der Invite-Codes. Und ja, Summoners In könnt ihr eingeben. Dann seid ihr in der Lage, das Geld, was ihr eingezahlt habt, wenn ihr damit Geld spielen möchtet, zu verdoppeln. Ihr kriegt dann die doppelte Menge. Ich glaube, gecapped ist das Ganze bei 50 Euro. Ihr könnt jetzt keine 1000 Euro einzahlen und kriegt dann 2000 Euro. Das wäre verdoppelt. Ist das jetzt eigentlich Werbung fürs Glücksspiel? Ne? Super interessante Frage. Und ja, Valken hat ein kleines bisschen was mit Glücksspiel zu tun. Ne? Man kann natürlich nie wissen, wie die Spieler abschließen. Aber ja, wie gesagt, der gestrige LCS-Playoff-Tag, der war komplett gestört. Und so etwas muss man natürlich bedenken. Riot selber unterstützt das Ganze aber, beziehungsweise toleriert es. Wenn Riot das Ganze nicht tolerieren würde, wäre es nicht unser Sponsor. Es wäre noch nicht mal erlaubt. Wir würden dann die Lizenz nicht bekommen zum Stream. Denn bei Valken ist natürlich klar, dass ihr ein bisschen Taktik reinlegen könnt. Ihr selber bestimmt ja, welcher Spieler für euch in das Rennen gehen soll. Und das ist schon was anderes, ein bisschen was anderes als Glücksspiel. Ich sehe natürlich den kritischen Aspekt. Natürlich auch die Möglichkeit darin, vielleicht den ein oder anderen Euro oder Dollar zu verlieren. Das ist vollkommen logisch. Das gehört dazu. Ist aber auch, und das muss man dazu sagen, für diejenigen, die mitmachen, der Reiz. Kleine Anekdote dazu. Vor kurzem hat Counter-Strike unter anderem 99 Damage ein Bot-Turnier gegeben. Man muss sich vorstellen, die haben einfach die Bots in den Fight geschickt.
Und es war zum Totlachen. Es war wirklich zum Totlachen, weil die Bots natürlich super schlecht programmiert sind und nur Gülle bauen. Diese Spiele haben nicht nur teilweise Zuschauerrekorde gebrochen, sondern unter anderem auch den Wettrekord. Leute haben auf Bots getippt, wo man natürlich nie weiß, wie die reagieren werden, weil man überhaupt keine Konstante da hat. Also diejenigen, die quasi bei solchen Glücksspielen Dingen mitmachen, die lieben natürlich den Reiz dabei, dass man halt gewinnen kann oder nicht. Das ist eine Einstellungssache. Und Valken selber zwingt einen zu nichts, genauso wie ich euch zu nichts zwinge offensichtlich. Ich habe nämlich letztes Mal nachgeguckt in meiner Statistik. Über 50% meiner Zuschauer sind zwischen 18 und 24. Nur ein ganz geringer Prozentteil im Vergleich ist überhaupt nicht befähigt, Valken zu benutzen. Natürlich kann man bei YouTube alles Mögliche noch eintragen, aber es ist halt mal eine Zahl, mit der ich arbeiten kann. Hier auch wieder eine schöne Frage dazu. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, bei einem PC-Spiel, das schon so unglaublich süchtig macht, noch Geld zu investieren und den Suchtfaktor durch Glücksspiel noch weiter anzukurbeln. Gute Frage. Dass League of Legends ein Spiel ist, was natürlich begeistert, würde ich mal sagen, oder eine gewisse Sucht auslösen kann, ist klar. Das ist ein sehr, sehr schwieriges, sehr kniffliges Thema, wo viele Faktoren eine Rolle spielen. Und der Mensch ist dabei der Entscheidende. Es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen anfälliger für Sucht. Im Prinzip, egal welchen Aspekt. Und ich wurde auch gefragt, Mensch Maxi, bist du jetzt eigentlich League of Legends süchtig? Nein, im Prinzip ist es ja mein Job. Eine gewisse Sucht gehört quasi dazu. Und das ist eine gute und schwierige Frage, weil natürlich dann die Glücksspielsucht, also die Spielsucht selber, wo ja auch auf Lotterien oder Lottobuden immer darauf hingewiesen wird, ne? Glücksspiel kann süchtig machen. Und ja, das ist ein Aspekt, den man ganz einfach beachten muss. Deshalb ist es auch wichtig, sich mit Personen in der Umgebung auseinanderzusetzen und sagen, okay, wie können wir damit umgehen, falls jemand ein Problem damit hat, oder willst du mitspielen und wir setzen uns beide gegenseitig Grenzen. Das ist wichtig. Also ich persönlich möchte niemanden zu etwas zwingen. Ich selber finde es halt nur ziemlich reizend. Dass aber eine gewisse Gefahrengrenze drin ist, ist klar. Na, jeder ist sein eigener Herr, das ist das eine. Und bei sowas sollte man vorsichtig sein. Bei schon kritischen Fällen definitiv Beratung aufsuchen. Suchtberatungsstellen gibt es einfach brutal viele. Na, das ist nicht das Problem. Aber ich persönlich will natürlich nicht, dass irgendjemand in diese Situation gerät. Diejenigen, die alt genug sind, um mitzumachen, müssen selber ihre Grenzen kennen und wissen, okay, wie viel will ich denn ausgeben? Sei es pro Spieltag oder pro Monat und so weiter und so fort. Es ist ein schwieriges Thema, ganz ehrlich. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Entscheidend aber ist, reflektiert. Na, denkt nach, was ihr da macht. Und dann macht es eigentlich auch am meisten Spaß. Kann man damit auch Geld gewinnen? Fragt hier der Send by Mamoon. Also wird das ausgezahlt oder ist es nur zum Spaß? Ihr könnt an den ganzen Free-Contests teilnehmen. Die sind im Prinzip alle zum Spaß, wobei ihr dann natürlich Geld gewinnen könnt. Und das Geld, was ihr plus macht, könnt ihr natürlich auch auszahlen lassen. Das ist der Sinn und Zweck. Gut, es gibt natürlich noch weitere Kommentare, die sich hier offensichtlich kritisch geäußert haben. Und das ist auch vollkommen okay. Also so eine Diskussion oder generell solche Annäherungen finde ich sehr gut. Halten einen auch meistens am Boden. Aber wie gesagt, bezogen zu der Partnerschaft selber, da es von Riot toleriert wird oder unterstützt wird, ist das halt in dem Sinne keine große Problematik für uns. Oder eigentlich im Prinzip sehr, sehr wichtig, dass es so ist. Und andererseits freuen wir uns natürlich, uns auch Valken als Partner zu haben. Denn wie gesagt, Projekte in irgendeiner Form oder Streams müssen finanziert werden, sonst ist der Weg Richtung Professionalisierung sehr, sehr schwer. Eigentlich sogar fast unmöglich, denn teure Kameras, Stream-Zubehör und so weiter, das zahlt sich nicht von selbst. Aber das trifft jetzt wieder in diese Geschichte ab. Ne? Das möchte ich natürlich auch nicht. Für mich ist wichtig, wenn ihr daran teilnehmt und es macht euch Spaß, geht verantwortlich damit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Für diejenigen, die auch alt genug sind. Gut, kommen wir aber nun zu dem anderen Teil und zwar für den Spieltag. Ich werde euch nicht mein Team zeigen, was ich hier zusammengebaut habe. Das macht das ja jeder nach. Sondern ich werde euch einen gewissen Rat geben, was denn bei dem heutigen Spieltag alles möglich ist oder worauf man achten sollte. Ein Problem hat es leider, es ist keine Garantie. Na, gestern CLG gegen Team Liquid, das war verdummt alles. Achso, schön. Gut, ich persönlich würde erstmal den ein oder anderen Spielern von TIP nehmen, na, Team Impulse. Die haben mir sehr gut gefallen, sie haben zwar ein bisschen eine strauchelige Saison hinter sich gebracht, aber wurden gegen Ende immer stärker und ich glaube, der aktuelle Patch macht sie sehr, sehr stark, tut ihnen sehr, sehr gut. Bei der Gambit gegen Unicorn Begegnung ist es ein kleines bisschen schwieriger. Hier kann es natürlich sein, dass es ein episches Gemetzel wird und sehr, sehr viele Spiele werden, was natürlich den Punktehaushalt nach oben treibt. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Ich persönlich würde aber Gambit so ein kleines bisschen favorisieren. Ich persönlich würde aber dann schauen, dass ich von Unicorns of Love den einen oder anderen Carry noch mit dazu packe. Bei Power of Evil ist es immer schwierig zu sagen, ob er eine gute Performance macht oder nicht. Denn aktuell ist er bei Valken nicht allzu teuer mit $1300.
aber es gibt einfach Spiele, wo er brutal rasiert und Spiele, wo er zu Tode gekämpft wird. Und das ist natürlich ein Nachteil für euch. Gut, und generell kann man natürlich sich auf den einen oder anderen Carry eines Teams verlassen, was vielleicht nicht die größten Karten hat. Denn dadurch sind die Dollarpreise gering und ihr könnt in andere Spieler wunderbar investieren. Das ist ja zumindest meine Strategie. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ein kleines bisschen länger gegen Ende, aber ich musste das Ganze einfach mitteilen. So, das war mir persönlich sehr wichtig. Schaut in die Beschreibung. Das ist sehr, sehr informativ zu den ganzen genannten Videos und zu den Storytimes und so weiter. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.